Frohe Ostern! Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Herzlich willkommen zu den Abkündigungen, liebe Mitglieder und Freunde der Martin-Luther-Gemeinde. Wir haben eine wunderbare Nachricht bekommen. Die kanadische Regierung hat uns in diesem Jahr zur Anstellung von zwei Sommerstudenten verholfen. Falls Sie jemanden kennen oder falls du Interesse an erschwinglicher und sicherer Ernährung und dem Anlegen von gemeinschaftlichen Hochbeeten hast, melde dich bitte im Kirchenbüro. Und was passiert wohl in der nächsten Zeit? Ja, wir machen weiter. Jeden Montag und Donnerstag servieren wir Suppe und Segen direkt vor unserer Kirche zwischen 12 und 1. Und am Mittwoch, den 28. April um 6:30 Uhr, gibt es unseren Online-Gebetskreis und gleich im Anschluss unsere Online-Dinner-Church mit Barbara Sheffield. Und natürlich wie immer am Sonntag um 9:30 Uhr und auf 5:30 a.m. wird unsere Radioandacht in der deutschen Sprache ausgestrahlt. Um kurz vor 11 beginnt die sonntägliche Watchparty zum gemeinsamen Erleben des Gottesdienstes. Alle unsere Sonntagsprogramme sind auch im Anschluss auf unserer Webseite zu finden. Wie immer melden Sie sich auf Eventbrite oder im Kirchenbüro an oder checken Sie Ihre wöchentliche E-Mail. Sie können sich dort auch gerne im Kirchenbüro melden, falls Sie diese noch nicht bekommen. Jede Woche eine Mittwoch-E-Mail und Freitag eine Freitags-E-Mail, damit man immer up to date ist. Wir sind sehr, sehr froh über alle unsere freiwilligen Mitarbeiter und alle großzügigen Spenden. Falls Sie uns gerne mit Zeit und Geldspenden unterstützen möchten, melden Sie sich bitte im Kirchenbüro oder informieren Sie sich auf unserer Webseite. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Das war's für dieses Mal. Es wünscht eine gesegnete Woche. Ihre Iris Schweiger.